Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Trump ist wirklich das arme Schwein. Er hat die Arschkarte gezogen. Er hat, egal was er tut, völlig egal was er tut, immer nur die Wahl zwischen falsch und verkehrt. Und der macht genau das, was er im Wahlkampf versprochen hat. Er macht ja nichts anderes. Aber ich glaube, in der Bundesrepublik gibt es keine größere Sünde, als das zu tun, was man im Wahlkampf versprochen hat. Das macht ein anständiger Politiker nicht. Zumindest ist es nicht mehr üblich. Und genau das macht Trump. Und deswegen sind alle furchtbar böse. Ich verfolge das jeden Abend in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Und da heißt es, Trump zerstört das Vertrauen. Und Trump nimmt dem Frieden die letzte Chance. Und wenn es jetzt zu einem Flächenbrand kommt, dann liegt das an Trump. Trump kann per se, weil er Trump ist, nichts richtig machen. Lässt er sich auf ein Treffen mit dem nordkoreanischen Dickerchen ein, mit dem kleinen Rocketman, dann lässt er sich sozusagen von ihm ausspielen. Und die Zeitungen schreiben, wie kann er nur. Stellt er das Treffen in Frage, weil der kleine Rocketman bestimmte Bedingungen nicht akzeptieren will, dann verweigert er sich dem Dialog. Ich meine, was wollt ihr denn? Trump kann einfach nichts richtig machen. Das ist unfassbar. Und ich will den Vergleich nicht überstrapazieren, aber das ist ein klassisches Ressentiment. Das ist kein Vorurteil. Jemand, der ein Ressentiment hat, lässt dem Opfer des Ressentiments keine Chance. Egal, was es macht es verkehrt. Übrigens, das war das klassische Motiv, sozusagen das gedankliche Rückgrat des Antisemitismus. Juden, wenn sie reich waren sie Ausbeuter, wenn sie arm waren sie Parasiten. Wenn sie Patrioten waren, wollten sie sich nur einschleichen. Wenn sie nicht Patrioten waren sie Landesverräter. Der Jude konnte nichts richtig machen. Er war dazu verurteilt, immer schuldig zu sein. Und genau diese Nummer, es tut mir leid, lieber Volksgenossen, genau diese Nummer wird jetzt mit Trump gespielt. Er macht alles falsch. So, um eine gewagte Metapher zu bemühen, ich könnte jetzt sagen, Trump ist der Jude unter den Politikern.